Wir machen uns im Rahmen von Linchpin viele Gedanken darüber, wie wir alle Menschen im Unternehmen erreichen können. Und nicht jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sitzt den ganzen Tag an einem Desktop-Rechner. Das heißt, die Leute sind unterwegs, arbeiten mit dem Smartphone und bewegen sich aber auch durchs Unternehmen. Und wir überlegen uns und setzen darauf auch einen Fokus, wie wir genau solche Leute besser erreichen können mit den Informationen aus dem Linchpin. Und wir hatten einen Hackathon vor ein paar Wochen Ich und war ein da. Teilnehmer. Ich kann zwar nicht programmieren, aber zumindest die Idee kam von mir. Und dann hat die Franziska so ein bisschen rumgedengelt. Und irgendwann war sozusagen hier dieses Ergebnis da. Und das läuft inzwischen super stabil bei uns. Und jetzt habe ich die Katja und die Christina überzeugt, dass wir mit euch mal ein Experiment wagen wollen. Genau, wir wollen nämlich 10 Monitore verlosen und dabei wollen wir dann ein kleines Experiment durchführen und dass ihr dann eben die Monitore ausprobiert, wie kommt es bei euch im Unternehmen an, was kann verbessert werden, was fehlt, was ist gut und dabei findet ihr dann auch ein Formular unter dem Video, das ihr ausfüllen könnt und an uns zurückschicken. Letztendlich technisch steckt dahinter eine sehr einfach ausrollbare Lösung. Es gibt die Monitore, die wir jetzt euch zur Verfügung stellen werden, werden ein bisschen kleiner als der hier sein. Da steckt noch ein Raspberry Pi dran. Das ist von den Investitionen super überschaubar. Also je nachdem, wie groß der Monitor ist, kann der auch ein bisschen teurer sein, aber dann ist er auch halt groß, wenn er teuer ist. Und der Raspberry Pi kostet irgendwas zwischen 30 und 50 Euro. Und da vielleicht ein bisschen was zu den technischen Voraussetzungen. Der Raspberry Pi müsste mit einer sogenannten InfoBeamer-Host-Lösung sprechen können, damit wir die Konfiguration und dass der auch wirklich immer läuft, dass es keine IT bei euch gibt, die sich darum kümmern muss, sondern dass der wirklich nur Strom braucht. Dafür braucht der Raspberry Pi Zugriff auf einen bestimmten Server im Internet. Und was der Raspberry Pi natürlich auch machen muss, in eurem Netzwerk muss der auf die API-Schnittstelle von einem Linchpin zugreifen können. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall einen Linchpin, damit ihr mitmachen könnt. Und der Raspberry Pi bräuchte, das könnt ihr auch über einen Reverse-Proxy sicherstellen, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist auch kein Problem. Die Christina wird dann mit der Franzi gemeinsam sozusagen sowohl die Einrichtung als auch die Security-Fragen, die bei euch im Unternehmen vielleicht aufkommen, beantworten und lösen. Und wenn dieser Raspberry Pi also auf diese API-Schnittstelle zugreifen kann, dann kann der ganz autark, wie bei uns, hier laufen. Und das ist ziemlich cool, weil wir uns seit Wochen darum nicht kümmern, aber trotzdem alle aktuellen Nachrichten kommen. Genau, das ist noch eine wichtige Info, dass es nämlich Nachrichten sind aus Linchpin. Also ihr braucht ein Linchpin, in dem Nachrichten gepflegt werden, weil aktuell Newsfeeds darauf gespielt werden. Genau, die können personalisiert sein. Alles, was ihr in Linchpin heute kommuniziert über das Enterprise News Modul, könnt ihr hier auch darstellen. Gerne auch unterschiedliche Sachen auf unterschiedlichen Bildschirmen. Wir stellen euch erstmal einen Bildschirm zur Verfügung und der sollte möglichst zentral aufgestellt werden, damit ihr Feedback bekommt und wir unser Forschungsprojekt sozusagen erkenntnisreich abschließen können. Genau, und dann wissen wir, wie wir mit der Sache weitermachen, ob wir sie einfach bei uns hängen lassen oder ob das eine ganz große Sache wird. Ich glaube, bei uns bleiben die schon hängen. Mal gucken, ob das bei euch auch ein Modell ist, das spannend ist. Ich habe mich schon ganz häufig dabei ertappt, wie ich hier was gesehen habe, dann später die App aufgemacht habe und in der App dann die Nachricht gelesen habe. Vielleicht läuft das bei euch auch so oder anders. Das wird die Christina dann hoffentlich mit euch herausfinden. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Formular unten ausfüllt.